Süßkram aus meiner Kindheit, Creepy Jelly. Ey, ich bin ausgerastet, als ich die bei der Drogerie Müller gesehen habe. Hier jetzt im Testvideo. Viel Spaß wünsche ich euch dabei. Also ich muss euch sagen, ich weiß nicht, wie lange es her ist, als ich zum letzten Mal diese Creepy Jellies gegessen habe. Und ich muss euch auch sagen, ich weiß auch gar nicht mehr, ob die wirklich Creepy Jellies hießen. Und ich weiß auch nicht, ob sie von dieser Firma Vidal waren oder irgendwas. Hier meine ausdrückliche Bitte an euch, wer weiß, wie diese Monster-Schlabber irgendwie Jellies damals hießen, als ich Kind war. Ich bin jetzt 33, also es dürfte ungefähr 20 Jahre her sein. Der möge es doch bitte in einen Kommentar schreiben. Ich habe sie jedenfalls jetzt irgendwie mal vor 3, 4 Monaten gesehen bei der Drogerie Müller für 1 Euro diese 6 Stück und ich musste sie sofort mitnehmen, weil ich die Dinger als Kind geliebt habe, vor allem aufgrund dieser schlabbrigen Konsistenz und auch einfach so, ja, dieses Design ist natürlich auch einfach total witzig, so Weingummi in sehr weicher Konsistenz in verschiedenen Monsterformen. Hier ist halt so eine Art Spinne. Oder was das sein soll. Und das hier ist so ein Ohrenkneifer. Was ist das für ein Monsterviech? Das ist ja auch irgendein Viech. Und das ist auch ein Viech. Und das ist ein Skorpion. Und das ist auch ein Viech. Diese Creepy Jellies. Welche da sind aus. Sind die aus Spanien? Weil hier als erstes Spanisch steht oder sowas. Steht eigentlich irgendwas hier drin. Hergestellt in irgendwie sowas. Vidal klingt ja auch irgendwie Spanisch. Vidalcandies.com. Ja, gute Frage. Ich weiß es nicht. Was ist genau drin? Ja, wird wahrscheinlich nur Zucker sein, aber geil, sage ich da nur. Nährwerte sind ja auch irgendwo, aber die interessieren uns jetzt an dieser Stelle hier wirklich nicht. Wo steht denn hier mal Deutsch? Zutaten, irgendwie sowas? Oder dieser Ingredients. Nehmen wir mal die, wenn ich schon Englisch, Deutsch nicht finde. Ingredients: Glukosesirup, Zucker, Gelatine, Wasser, Feuchthaltemittel, Glycerol, Zitronensäure, Gelagent, also Pektin, also quasi Geliermittel, Aromen, Früchte und Gemüsekonzentrate aus Zitrone, Safflor. Oh, was war das denn nochmal? Das vergesse ich immer. Radish. Achso, Safflor ist doch, ist das nicht Sonnenblume? Nee, Raps. Raps. Radish, weiß nicht, ist das Radieschen? Ich glaube, nee, Radish. Was war das denn nochmal? Meerrettich? Horseradish ist auf jeden Fall Meerrettich. Rettich, Karotte, schwarze Johannisbeere, Farben und dann sind da noch Sea Stamp. What the fuck ist das? Ja, ich weiß es nicht. So viel mehr gibt es darüber nicht zu sagen. Wir gucken uns einfach mal so ein Creepy Jelly hier an, die man auch netterweise separieren kann. Und jetzt konnte man die, glaube ich, so aufziehen und aus dieser Form so rausschlabbern irgendwie. Irgendwo müsste man die aufmachen können. Man hat jetzt hier so eine. Wie war das denn? Ach, hier unten. Hier ist so ein Ding zum Aufziehen. Das funktioniert natürlich nicht. So? Nee, oder doch nicht? Oder doch? Creepy Jelly. Hier. Geil. Boah, ist das cool. Oh, ich habe sie noch ein bisschen schlabberig. Ah, doch, die sind schon schlabberig. Geil, oder? Ich meine, hallo, es läuft über meine Hand. Nee, also ja. Sehr weich, viel weicher als normales Weingummi. Man sieht das so auch an der. Ich mache das hier mal ein bisschen weg. Ich glaube, das stört beim Fokussieren. Oder? Ihr habt jetzt gerade vermutlich einen Cut gesehen, was daran liegt, dass die Kamera so gefallen ist, dass man meine Fratze sehen konnte. Und das wollen wir ja keinem von euch antun. Deswegen habe ich diese Szene einfach rausgeschnitten, weil bekanntermaßen bin ich von der Arbeit nach Hause gekommen und dann setze ich mich ungern vor die Kamera. Und vielleicht sollte ich aber auch einfach mal über meinen Schatten springen. Ja, ist auch egal. So sieht das Zeug aus. Riecht, oh, boah, riecht voll geil. Frucht. Ich kennt ihr noch Dr. Horribilus? Das war so ein Spiel, wo man seine Weingummi selber machen könnte. Boah, ich würde mir das Ding instantly kaufen, ey. Also sehr zäh. Und leider geil irgendwie, einfach so von der Art, ne? Boah, ey. Sehr fest. Erinnert so ein bisschen an englische Weingummi, aber ein bisschen zäher noch. Geil. Ich habe keine Ahnung, wonach es schmeckt. Es hat so unglaublich viel Retro-Charme, dass es einfach nur göttlich ist. Aber super. Ich habe gerade so einen richtigen Backflash. Es ist richtig geil. Kennt ihr auch noch Monster in My Pockets? Boah, was für geile Sachen es damals gab. Damals, sage ich schon. Ich bin schon so unfassbar alt.
Monster in My Pockets, dieses Spielzeug mit Karten sammeln. Ach, und was weiß ich, was es nicht alles gab. Ganz viele coole Sachen. Der Frufo, UFO-Joghurt, der Sky-Eisriegel mit dem Luftschokolade drin. So viele tolle Sachen. Wobei wir natürlich dann auch dabei jetzt eine gute Aufforderung an euch bekommen. Bitte einen Kommentar von euch, was für euch so Kindheitserinnerungen, Süßigkeiten sind. Bin ich wirklich sehr gespannt drauf und freue mich, dass wir da so ein bisschen drüber quatschen. Und danke euch natürlich wieder an dieser Stelle, dass ihr an diesem Video teilgenommen habt. Habt einen wunderschönen Tag. Bis bald und ciao.